Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Channel und heute sind wir alle fünf am Start. Ich gehe hier als Moderator in die Runde rein. Wir spielen eine Runde, wer weiß mehr. Fabienne, Mo, Sarkul und Danny spielen gegeneinander und wir haben insgesamt drei Kategorien. Bin mal gespannt, wer am Ende als Sieger vorgeht und ich hoffe, euch ist alles gut, was geht. Moin. Hallo. Hey. Moin. Erste Kategorie. Alle Stammkeeper aktuell in der Bundesliga. Was ist denn hier die Reihenfolge? Die Reihenfolge lege ich fest und zwar Danny fängt an, dann kommt Fabienne, dann kommt Sarko und dann kommt Mo. Okay, dann fangen wir mal an. Neuer. Stark. Sommer. Ja. Wer war das? Ich hab's nicht verstanden. Sommer. Ach, Sommer. Ihr müsst auch darauf achten, was gesagt wurde, weil wenn man einen Keeper doppelt nennt, gilt das auch als falsch. Ja. Gulaschi. Ja. Birki. Ja. Ja, und jetzt hört es schon wieder auf bei mir. Was? Das sind vier. Ja. Ich bin leider mehr so am zweite Liga gucken. Ich weiß, dass du froh bist, dass Bielefeld jetzt oben ist und wahrscheinlich auch gleich den Bielefeld-Keeper nennen kannst. Aber mein Verein ist leider in anderen Bereichen unterwegs. Alleine durch 100k Packs in FIFA müsstest du ein paar kennen. Nee, Mann. Das ist doch immer der beste Spieler, ist, der dir angezeigt wird. Ja. 5, 4, 3. 2, 1. Dann war's. Nenn noch einen. Nee. Einfach mal so einen richtig deutschen Nachnamen einfach nennen. Müller. Ja. Kobel. Ach du ja. Stuttgart oder was? Ja. Ja, sagt mir auch, ja. Pavlenka. Ja. Castells. Ja. Baumann. Ja. Trapp. Ja. Horn. Ja. Ja, Ortega. Ja. Schwollo. Wer? Ja. Wen hast du gesagt? Schwollo. Der neue von Hertha, der von Freiburg gekommen ist. Ja, Schollo, richtig. Ja. Müller? Hatten wir den jetzt schon oder nicht? Nee, Danny. Ist korrekt. War zu spät bei Danny. Das war bei Danny gerade 5 Sekunden zu spät. Wer ist denn Müller von Mainz oder was? Wer ist Müller? Ja, wo der steht. Ich hab nur eine Liste hier. Hä, wo ist der Mainz? Ja, ist Mainz. Glaube ich. Das ist ja die Frage, ich bin mir bei zwei unsicher, wer der Stammkeeper von den beiden ist, weil die schon fast gewechselt haben. Also ich, ja, nein, nein. Ich meine, die letzten Spieler hat Renault gespielt, aber ich sag Fährmann, weil eigentlich ist Fährmann noch Stamm, der war glaube ich verletzt, ne? Falsch. Das ist halt lächerlich, weil der war verletzt. Und eigentlich ist der Stamm in den ersten Game gewesen. Ich gehe nach dieser Liste, ich habe die Liste nicht erstellt, Freunde. Ja, Liste ist falsch. Lute. Was? Andreas Lute. Steht bei mir nicht auf der Liste. Ja, boah. Spielt auch. Karius ist auch Zweiter. Der hat auch noch kein Spiel gemacht. Naja, Lute ist richtig. Ja, also Karius ist halt da, aber der hat noch kein Spiel gemacht. Ja, das mit Karius hat mich auch gewundert, weil der echt noch nicht gespielt. Und wie gesagt, Fährmann war halt auch verletzt ausgewechselt gegen Leipzig. Der hat aber auch die ersten Spiele gemacht. Ja, aber... Ja, dann lassen wir Dings Lute durchgehen. Der Stammtorwart, wie lassen wir es durchgehen? Ja, natürlich. Lassen wir es durchgehen, meine ich. Fabienne ist noch. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt Karius gesagt, aber wenn der jetzt nicht ist. Ich habe danach auch keinen mehr, glaube ich. Ja, wenn wir Fabienne jetzt keinen mehr hat, dann. Nee. Dann hat Morgen gewonnen. Ah, wir haben noch einen. Nee. Nee, ihr seid beide in derselben Runde. Mo muss noch einen nennen, sonst hat er nicht gewonnen. Gulaschi. War schon ganz normal. Hatten wir schon. Ja, okay. Jetzt ist es Fabienne wieder, oder was?
Ich weiß keinen mehr, keine Ahnung. Achso, jetzt habe ich noch eine Chance, oder was? Ja. Mhm. Nee, ich habe auch keinen mehr. Ja, dann unschieden jeder von euch einen Punkt für die Runde. Sarkul und Benny nur. Boah, Sarkul einmal 30. Ja, wen gab's noch? Jetzt, ich krieg 0 Punkte, das ist schade. Wen gibt's noch? Ja, die ersten beiden kriegen halt nur. Okay. Stylo, wen gab's noch? Zentner. Ach du Scheiße, ne? Ja. Kubek. Keine Ahnung. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Italienische Meister der letzten. Das sind alle, okay? Alle italienischen Meister. Wir haben wahrscheinlich okay, Teams ja, gewonnen, die inzwischen in 10 Liga sind. Junge, ich sag, es gibt nur Juve. Selbe Reihenfolge. Machen wir kurz die üblichen Verdächtigen durch. Juve. Ja. Keine Ahnung, welche Serie A nicht verfolge, aber. AC. Milan. Ja. Inter Mailand? Ja. AS Rom? Ja. Welches Rom? Welches Rom? Rom. Ja, welches Rom? Das sag ich nicht. Sag doch. Lazio Rom. AC? Korrekt. Ja. Was meinst du? Bei den anderen ist ein bisschen her, ne, dass sie alle Meister waren. War Lazio auch mal Meister? Er hat Lazio gesagt. Mo hat gerade Lazio schon gesagt. Ja, dann sag einfach alles. Ja, das ist die Sache jetzt. Irgendwann in Steinzeit waren die bestimmt. Als Caesar noch regiert hat. Egal, ich sag Eis, beim Rest wäre auch raten. Ja, ist korrekt. Ich habe eigentlich auch Eis gesagt, da hatte ich Angst, weil du gesagt hast. Nee, ich habe AC bei dir gehört. Ich dachte AC Rom, was geht ja ab? Ich hab das, ne? Lazio. Wer ist denn jetzt noch denn? Ich bin. Ja. Aber wird schon schwierig jetzt, so, ne? Jetzt ist vorbei. Jetzt ist ehrlich vorbei. Reicht der. Parma? Weiß nicht so. Ja, Parma heißt Arzt Parma, aber die sind. Hatten die mal so eine krasse Zeit mit Maldini? Die sind hier nicht in der Liste. Ja, schade. Fabien? AC Turin? Was? Ihr habt AC Turin, ne? Ja. Hast du gesagt? Das ist falsch. Gibt's die Mannschaft? Die ist mir jetzt nicht bekannt. Also ich weiß nicht, ob die in der ersten italienischen Liga spielt. Vielleicht irgendwo. Es gibt doch zwei Turins. Juventus Turin und AC Turin. Oder? Ja. Okay. Neapel natürlich, ne? Ja. Neapel war mal. Ah, true. Na, war dann, oder nicht? Herr, warte mal. War er cool falsch? Ich ja. Auch mal, ich bin Top 2, ja. Let's go. Digga. Wenn du jetzt richtig hast und nur falsch, bist du sogar Sieger. Ja, wieso jetzt richtig? Ich hab noch 2-3 Spiele. Ah, ja, komm, hör mir auf, Mann. Mord gegoogelt. Kannst du wieder Countdown machen? Dann kann ich wieder Müller einloggen und Mord gewonnen. Nee, komm, keine Ahnung, Mann. Udinese. Gut, super. Udinese Calcio meinst ja. Du, ne? Nein. Florenz. Korrekt. Mo, 2 Punkte, Danny, 1 Punkt. Gino. Ich habe gerade mal geschaut, das letzte Mal, wo einer nicht von diesen Top-Clubs Meister geworden ist, war glaube ich 1990 mit Genua. Genua. Und Genua einfach. Hat sogar 9 Mal gewonnen. Ja, ich sehe es gerade auch. Oh. Wir kommen zur letzten Kategorie. SDU Vercelli. Die haben ja auch mal gewonnen. Kennt man doch. FBC Turin. Die muss man doch kennen, Junge. Okay, wir kommen zur letzten Kategorie. Da hat der gute Victor die Top 11 aus der Bundesliga rausgesucht. Ganze im 4-2-2-2, also im 4-4-2 quasi, aufgestellt. Die Top 11. Das heißt, es gibt insgesamt eine 11 zum Erraten. Verstehe ich das richtig? Wir haben noch 2 weitere Ligen dann. Wir fangen aber mit der Bundesliga an. Ach krass, das macht dir Spaß. Oh mein Gott. Auf welche Position ist es eindeutig?
Rechts, also rechter Flügel dann Sancho. Korrekt. Stürmer Haaland. Korrekt. Robert Neuer. Korrekt. Echt immer noch da mit dem Alter? Ich bin mir auch gar nicht sicher gewesen, ja. Ob der. Boah, wie alt ist der? 36, ne? Kimmich. Korrekt. Kimmich war eindeutig. Was, linker Flügel? Oh, da gibt es ein paar, die. Stürmer neben Haaland. Digga, Lewandowski ist halt auch schon alt. Ja, ich log Lever ein. Korrekt. Davies. LV. Korrekt. Sané. Ja. Jetzt habe ich keinen mehr. Ich denke trotzdem Lucas Hernandez. Nein. Ach, der ist nicht in, ne? Ist nicht drin. Scheiße, Mann, der zählt bestimmt als Linksverteidiger. Ja, Linksverteidiger und Verletzung wahrscheinlich auch runter vom Marktwert. Ey, nee, als Linksverteidiger wäre der safe. Ach, kein Plan, nimm Sabitzer als ZDN. Was weiß ich. Nein. Ja, ist auch nur geraten, aber ich könnte mir vorstellen, Innenverteidiger Upamecano. Ja. Innenverteidiger dann noch Alaba? Ja. Was haben wir jetzt noch? Rechtsverteidiger ZM, ne? Ja. Es muss eigentlich Goretzka sein. Korrekt. Jetzt nur noch Rechtsverteidiger, oder? Ja. Keine Ahnung, Mukiele? Nein. Ist das ein so. Stuttgarter, oder was? Pavard, ne? Pavard wär's gewesen. Okay. Die Runde geht an Sarkul. 2 Punkte, 1 Punkt an Fabian. So, danke fürs Zuschauen. Diesmal ausnahmsweise konnte ich mal gewinnen. Fühlt sich gut an auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.